Mit Musik wurden die zahlreichen Gäste, die zu einer außergewöhnlichen Eröffnungsfeier in Mautern gekommen waren, stimmungsvoll begrüßt. Im Liesingtal hat sich ein Verein einem besonderen Tier gewidmet, nämlich der Biene. Mit einem Begattungsplatz für die Karnika-Biene möchte man das Imkereiwesen beim Aufbauen von Bienenstöcken mit gesunden Königinnen tatkräftig unterstützen. Ja, die Karnika eignet sich eben aufgrund ihrer Eigenschaften besonders für unser Gebiet. Die Natur hat die daher selektiert. In Jahrhunderten, Jahrtausenden vielleicht sogar, ist eben diese Biene da angepasst an das Wetter, an die Temperaturen, an die Region, auch an das, was sie zum Sammeln findet, nicht? An die Trachtquellen. Und das ist halt was, die Natur hat da sehr selektiert und wir wollen das auch erhalten und nicht eben was her, was eben da eigentlich grundsätzlich nicht herpasst. Also man produziert hier keinen Honig, sondern einfach den Nachwuchs. Auf diesem Begattungsplatz eben wird kein Honig produziert. Ja, da produziert man oder sorgt man dafür, dass die jungen Königin eben mit den Männchen, mit speziellen Männchen eben begattet wird, damit sie dann für 4-5 Jahre altes Leben dann genügend Eier mit sich trägt, um eben bis im Sommer bis zu 2000 Eier am Tag zu legen. Ja. Gibt es da eigentlich spezielle Ansprüche, die man stellen muss an dem Platz, wo so etwas stattfindet? Ja, es ist ganz wichtig, dass er eben geografisch abgegrenzt ist und vor allem, dass die Imker in der nächsten Nähe mitziehen und eben das Ganze auch mit unterstützen und mittragen. Und das ist da in der Region wirklich sehr gut gelungen. Die Imker wollen sowas und unterstützen das. Und das sieht man eigentlich auch eben an der Schaffung und der Mitwirkung dieses Platzes oder auch an diesem Fest, wie groß die Unterstützung in der Imkerschaft der Region ist. Ja, ich will es zugeben, ich habe in meinem Leben noch nie einen Begattungsplatz eröffnet, aber zurück sozusagen zum Ernst. Es ist natürlich eine große Tat, die heute hier passiert ist, um diese steirische Urbiene, die Karnika, zu erhalten, zu züchten, weiterzuentwickeln, denn wir brauchen diese Biene, die ja hier in unserem Lande eigentlich die Stammbiene ist. So wichtig sie ist für die Bestäubung, so wichtig ist sie auch, um uns gute Produkte zu liefern, wie den Honig, Propolis, wir kennen alle bis hin zur schönen Kerze, die Produkte, die aus der Bienenzucht, aus der Imkerei hervorgehen. Und ich darf allen, die sich hier engagiert haben, sehr, sehr herzlich danken, dass sie ihren Beitrag dazu geleistet haben, damit wir diese wichtige Bienengrundlage hier im Lande auch erhalten können. Und man sagt immer, ohne Geld kein Musi, ohne Geld geht nichts. Aber ich glaube, da hat man auch am Land ein offenes Ohr gefunden für so ein Projekt. Ja, ich habe gemeinsam mit dem Landeshauptmann-Stellvertreter Toni Lang hier dieses Projekt gut unterstützt. Das ist wichtig, denn wir sollen nicht vergessen, wir haben in der Steiermark 80% des Apfelanbaus und der Obstbäume Österreichs. Das heißt, ohne Bienen, ohne Bestäuber geht es nicht. Das hat für uns einen unwahrscheinlichen volkswirtschaftlichen Wert. Und insofern bin ich glücklich, dass wir hier heute dieses große Projekt eröffnen können. Es geht um die Biene. Wie ist man zu diesem Projekt gekommen und warum hier in Mautern? Der Markus Stabler ist zu uns als Gemeinde gekommen und wir unterstützen natürlich die Bienen auch in unserer Gemeinde. Wir haben ja einige Bienenwiesen quasi auch schon angelegt und da hat einfach der Platz erpasst in Ernau. Ja, wir sind sogar stolz drauf, dass diese Begattungsstätte bei uns da in Mautern jetzt ist. Landwirtschaft ist natürlich auch in Mautern ein ganz wichtiger Bereich. Ich bin ja selber ein Biobauer. Wir bewirtschaften ja unsere Flächen auch sehr nachhaltig. Und wie man da sieht, die Wiesen hat jetzt abgeblüht, die kehrt gemäht. Das heißt, Artenvielfalt entsteht ja auch durch Bewirtschaftung. Wenn die wieder gemäht wird, wachsen sie wieder nach, die Blumen, sie blühen. Die Bienen bestäuben es und so ist es ein gegenseitiges Nehmen und Geben. Und ja, wie gesagt, wir sind sehr dankbar, vor allem auch den Imker für ihre Leistungen, neben dem guten Produkt, was sie auch produzieren, natürlich auch für die Bienenzucht. Jetzt züchtet man hier Königinnen. Was passiert dann mit denen? Die Königinnen, die eben in diesen kleinen Kästchen, wie man da hinter uns sieht, begattet werden, kommen dann raus und werden den Imkern gegeben, damit sie eben in große, starke Völker noch eben zusetzen und einweiseln. In jedem Volk ist ja nur eine Königin drinnen und eben in diesem Volk hat die Königin dann ihre Arbeiterinnen und legt ihre Eier. Eben bis zu 5 Jahre lang macht sie das dann und es ist halt wichtig, dass da jetzt in die Begattung passt, damit eben das Volk wirklich eben auch eine gute Leistung hat, sanftmütig ist, passend Honig sammelt und eben der dementsprechenden Rasse entspricht, damit sie das immer lang macht und auch den Imker viel Freude bereitet. Nach einer ausführlichen Einführung in die Imkerei
Durch den Obmann und Ansprachen der Ehrengäste wurde der Platz noch von Pater Clemens gesegnet und anschließend offiziell seiner Bestimmung übergeben. Applaus